Ich bin kein Alkoholiker, das sagt Til Schweiger in einem aktuellen Interview. Nach Anschuldigungen über Alkoholausbrüche am Filmset von Manta Manta, zweiter Teil, hatte sich Schweiger die letzten 6 Monate zurückgezogen. Jetzt blickt er auf die Ereignisse zurück und stellt fest, ich darf nicht mehr die Kontrolle verlieren. Aber woran erkennt man eigentlich, dass man seinen Alkoholkonsum nicht mehr im Griff hat? Ab wann ist man Alkoholiker und kann man ein tägliches Alkohollimit auf Dauer durchhalten, wenn man suchtgefährdet ist? Darüber sprechen wir mit Professor Frank Godemann. Er ist Suchtexperte und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Til Schweiger sagt, für ihn habe Alkohol immer die Funktion einer Belohnung gehabt. Woran erkennt man, dass man seinen Alkoholkonsum nicht mehr im Griff hat? Guten Morgen. Guten Morgen. Genau, da müssen wir sprechen. Woran erkennt man, dass der Alkoholkonsum irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist? Das Gemeine bei Alkohol in einer, wir nennen es alkoholpermissiven Gesellschaft, wo grundsätzlich an vielen Stellen Alkohol sehr positiv bewertet wird, ist, dass es ein fließender Übergang ist. Mhm. Das ist das verdammt Schwierige. Mit unglaublich vielen positiven Bewertungen, Werbung und so weiter. Mhm. Das macht es wirklich erstmal vom Ausgangspunkt her schwierig. Aber auf der anderen Seite gibt es ein paar ganz klare Dinge, wo man sagt, da hat jemand ein Alkoholproblem. Wenn jemand keine Kontrolle über seine Handlung hat, Dinge tut, der er bei klarem Verstand nicht machen würde, laut wird in extremer Form, Auto fährt, Leute, was weiß ich, anbrüllt und das in Verbindung mit Alkohol, muss man schon sagen, dann hat derjenige erstmal ein Alkoholproblem. Das heißt also, weil Mitarbeiter von Til Schweiger haben ja sich gerade gesagt, sie haben Angst vor seinen Ausbrüchen und so. Ist das so ein Zeichen, wo man sagt, oh, da muss man aufpassen? Wenn er im Vorfeld in größeren Mengen Alkohol getrunken hat, ja. Mhm. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn dem so sein sollte, hat er ganz klar an der Stelle ein Alkoholproblem. Welche Rollen spielt der engere Kreis, Familie, Freunde in Sachen Alkoholmissbrauch? Was spielen da die Leute für eine Rolle? Wichtig, ich habe Missbrauch erklärt, ist nicht Abhängigkeit. Mhm. Naja, es ist immer die Frage, nehmen die das überhaupt wahr? Mhm. Weil Verleugnung ist ein Teil von Alkoholproblematik. Und es ist da ganz häufig, dass die Familie mit einbezogen ist. Auch die ist nicht unbedingt so sehr darauf erpicht, das zu sehen. Und noch weniger das dann zu benennen, weil das zu nennen, wenn der andere verleugnet, führt häufig zu Konflikten. Und deswegen ist nicht selten, dass die es nicht hinschauen, auch die Familie, die Freunde mit einbezieht. Und man muss immer sagen, natürlich je mächtiger jemand ist, desto mehr Widerstand erwartet man natürlich. Mhm. Und desto mehr Gegenwind und desto weniger Freude darüber, dass man eine ehrliche Rückmeldung gibt, ist zumindest eine Gefahr. Und finde ich, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehbar. Jetzt haben Sie gerade das Benennen besprochen, das finde ich ganz spannend. Sollte man es denn benennen als Umfeld, also Freunde, Familie, wenn derjenige selber nicht dran glaubt und sagt, ich bin kein Alkoholiker, sollte man dann wirklich vielleicht mal das Gespräch suchen oder muss derjenige es erst selber erkennen? Also ich sag mal, das Beste ist, Menschen, die in der Nähe sind, erkennen, dass ein Problem besteht, dann sollten sie sich erstmal untereinander gegenseitig auf einen Stand bringen, dass dann auch klar ist, wir gemeinsam, ob jetzt alle gemeinsam es ansprechen, aber keiner rutscht dann mehr weg. Nicht, dass dann der Betroffene den Nächsten fragt und der das dann sagt, verharmlost und sagt, naja, so schlimm ist es auch nicht und ich trinke genauso viel. Mhm. Je klarer das ist und dann ist klar, ansprechen. Aber mit einer realistischen Erwartung, weil die Verleugnung, die Verdrängung ist ein Kernmerkmal von Menschen, die eine Alkoholproblematik haben. Jetzt hat Til Schweiger in seinem Interview über seinen zukünftigen Konsum gesagt, naja, nach 2 Gläsern ist bei mir jetzt Schluss. Kann man das durchhalten, wenn man suchtgefährdet ist? Na, wenn er zu einer Gruppe von 1% gehört, es ist alles im Leben denkbar. Aber erstmal aus meiner Sicht ist es Unsinn. Mhm. Weil ein Merkmal ja von Alkoholproblematik ist ja der Kontrollverlust. Mhm. Gerade das Nicht-Aufhören-Können nach 2
Bier, zwei Wein und so weiter. Und wenn das häufiger aufgetreten ist, dann sollte die Familie und wer auch immer demjenigen klar sagen, das ist Quatsch, du machst dir was vor. Mhm. Das ist eine Illusion, selbst wenn eventuell in 1% der Fälle oder 2 oder 3 demjenigen Anführungsstrichen Unrecht getan wird. Mhm. Und wichtig ist, wenn man eine Problematik hat, fängt auch die Verantwortung dafür, trinke ich oder nicht, auch mit den ganzen Folgen, vorm Trinken an. Also derjenige kann nie sagen, ach, mir ist das passiert unter Alkohol, nach dem Motto, so what, ist nicht so schlimm. Ja. Das ist nicht in Ordnung, sondern man weiß ja, dass es einmal aufgetreten ist. Also hat man eigentlich eine moralische Verpflichtung zur Abstinenz. Professor Frank Godemann, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Wir sprechen nachher noch mal weiter, noch ein paar andere Fragen, aber für den Moment vielen Dank. Gerne. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen, dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.